Wunderschönen guten Morgen, meine Kinder. Auch wenn 16 Uhr am Nachmittag ist. Als erstes sieht eure Mutter wie heiße Rotze aus, weil diese Nacht vielleicht jemand war bis 3 Uhr wach, weil hat eine 2 Stunden lange Panikattacke gehabt. Ich dachte, ich bin tot. Aber wie ich immer sage, Unkraut stirbt nie, Honey. Deswegen bin ich hier und heute machen wir so ein geiles Video. Heute gehe ich bei der Jenny und ich bekomme Nägel länger als der Penis meines Ex-Mannes, meines aktuellen Mannes, meines zukünftigen Mannes. Der längste Penis. What? Längste Nägel? What is this, Honey? Abonnenten. Und ich versuche 1 oder 2 Tage damit zu überleben. Werden sie alle abbrechen? Nein. Vielleicht. Wahrscheinlich. Werde ich dann noch irgendwas machen können? Hallo. Ich werde euch zeigen, wie ich koche, wie ich mich abschminke, wie ich mich schminke. Ich werde euch zeigen, wie ich mir den Arsch putze. Was sagen Sie dazu? Ich bin sehr gespannt, denn das Ding ist, ich hatte das auch mal vor, aber hab's nie umgesetzt. So now this bitch is gonna do it und ich bin sehr gespannt. Wie lange denkst du, werden die halten? Was ratet ihr? Ich bin... Ein Tag. Ich glaube auch wirklich höchstens ein Tag, weil du deine Nägel so schon verlierst. What is this, honey? What is this? Diese ist auch slightly gelöst. Guck, diese ist so... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die sind wunderschön. What the fuck? Was ein Riesending. Ich muss richtig rauszoomen, weil die richtig so lang sind. Falls ihr das noch nicht getan habt, folgt auf jeden Fall die Jenny auf Insta, because sie war gestern Abend einfach 3 Stunden lang dran, an diese Tipps vorzubereiten. Mein Gott, mein Finger ist kürzer als der Nagel. Lieb's. Die Riesennägel sind dran. Wir haben gemessen, sind praktisch 12 cm. What is this? What is this, honey? Ausschütten gilt nicht. Du hast das nicht rausgekriegt. Hast du rausgeschüttet jetzt? Aber ich habe die Schlüssel. Okay. So. Oh mein Gott, ich kann schon jetzt nicht mehr. Hätte ich die Tür öffnen sollen? Ich bleibe stecken da drin praktisch. Okay, oh, reinzudrücken ist einfach rausbekommen. Ah, nee, das geht auch. Mal gucken, ob ich schalten kann. Ah ja, oh. Problemlos. Eieiei, was ein sicherer Griff ans Lenkrad. Und aus der Fahrlehre. Ui, die Schaltung. Oh Gott, bitte, pass auf die Leute auf. Wir fahren. Mal gucken, ob wir ankommen. Oh Gott, das ist ja echt... Blinken? Oh Gott, kommst an, Blinker. Oh mein Gott. Eigentlich ist gar nicht so schwierig. Das macht mich ein bisschen nervös. Meine Kinder, der Fahrt hat super geklappt. Jetzt gehen wir essen. So you think you can do this? Cool. Mein Gott, ich kann das Messer gar nicht wirklich in der Hand halten. Mama, in dem Moment, wo geblockt wird, sie so am Randalieren. Wie soll ich jetzt das kleine Ding schneiden? Ich kann sie nicht zusammenhalten. Guck, wenn ich so schneide, ich schneide mir die Nägel weg. Musst du weiter hinten halten. Wie? So? Ja, süß. Sieht edel aus. Du hässliche. Ich könnte für Pizza eine Werbung machen. Aber das klappt doch wunderbar. Bei Tomaten auch, du kannst sie so stechen. Strich mal. No. Ich werde jetzt mich schminken. Und zuerst möchte ich starten mit etwas, das mich sehr wundern nimmt. Ihr wisst, ich habe meine eigene Kosmetikpinsel und ich wollte gucken, ob der Pinsel länger als mein Nagel ist oder umgekehrt. Doch, der Pinsel ist doch länger. Stell dir vor, ich würde mich so schminken. Ich würde die Krallen praktisch im Gesicht kriegen. Completely disbelief. Ich denke, es sollte gehen. Weil ich benutze eben beim Schminken nur Pinseln. Sollte actually kein großes Problem sein. Ich habe gerade in die Concealer rein. Okay, es wird doch slightly problematisch. Mein Gott, der Mess, honey. Und es wird immer besser, weil danach, sobald ich mich What is this? Ich war schon auf Toiletten und ich muss euch sagen, es funktioniert. Das einzige ein bisschen komplizierte ist, die Hosen runternehmen. Aber sonst, actually läuft. Euch Sachen aufmachen mit so langen Nägeln. Aber ich liebe das Drama und ich muss sagen, die wiegen 1,5 Kilo pro Nagel. Mein heutiger Make-up-Look, ich möchte so eine violette Cut-Crease machen. Oh, die Pigmentierung in dieser Palette, honey. Bitch! Meine Kinder, für alle, die von euch, die sich fragen, wie schafft die hässliche sich Foundation aufzutragen? Ich nehme das Sponge in der Hand und dann ich tüpfe, ja, du tupfst gerade so. Du tupfst nicht so, was sonst mein Auge ist gewesen.
Siehst du? Ist das anstrengend? Yes. Brauche ich dreimal länger als sonst? Of course. Aber für die Experimente des Jahres muss man das halt machen, gell? What the f*** is this? What the f***? Mein Gott, wie umständlich. Cute. Und eigentlich, es funktioniert ja alles, wie ihr sehen könnt. Ich habe einfach gespuckt. Ich habe genau auf euch, auf die Kamera gespuckt. Ich kann nicht mehr. Kann es sein, dass ich für diese Make-up 2 Stunden gebraucht habe? Und es sieht aus, als hätte mich jemand einfach ins Gesicht geschissen? Naja, actually disgusting. Mein Gesicht ist fertig, aber es fehlen Ohrringe. Und ob ich mit diesen Nägeln die Ohrringe reinkriege, it's gonna be very oh mein Gott. How in the f***? Nee, das geht ja nicht, ne? Ich komme nicht zum Ohr, mein Nagel ist davon. Bitch. Ich weiß, ich schaffe das, weil ich eine geile Frau bin. Okay, es ist durch den Loch. Wie soll ich das schon machen? Keine Ohrringe für mich. Naja, wie ihr gesehen habt, es ist schon möglich, eine Full-Face-Make-up zu machen. Siehst du, wie ich zittere? Das war Make-up. Jetzt frage ich mich, wie es sein wird, wenn ich mich ausziehe, mich abschminke, meine Kontaktlinsen rausnehme. Es ist Zeit, um mich abzuschminken, gell? Als erstes nehmen wir diese... What the f*** is this? I don't know. Ich mache das breit. So. Oh no, die Nägel bleiben drin in die Haare. Verdammte Sch***. Also der halbe Make-up ist jetzt in dieses Sch*** Ding. Als erstes nehmen wir die Lashes weg. Danach nehmen wir die Kontaktlinsen raus. Okay, ich krieg das nicht mal auf. What is this? Da, Finger runter, da. Und die Königin ist schon komplett raus. Ah, meine Kinder, um mich abzuschminken, benutze ich immer einen Reinigungsschaum. Das sollte mein Mann sein, aber ich habe keinen Mann. Alles ist machbar, ne? Ich habe gerade Wasser überall geworfen. Ich bin immer noch dreckig. What the f***? Also, man muss schon sagen, mit so langen Nägeln ist schon alles ein bisschen umständlicher. Du musst schon ein bisschen mehr aufpassen, was du machst, was du tust, mit wem du verkehrst, Hani. Und dann gehe ich wieder mit so diesem Salarwasser und diese Reinigungswattepad. Also es ist nicht Watte, es ist actually Baumwolle, so please be respectful. Ich mache das ganz schön nass. Wet ass pad. Und ich bürste meine Haut runter, wirklich. Weil es gibt nichts Schlimmeres als schmutzige Haut. Schmutziger Humor, with off. Schmutzige Witze, with off. Mein Gott, ich liebe mein Leben. Actually, es ist fucking fun. Guck, ich habe da die längste Nägel der fucking Welt. 20 cm Stilettos. Ich könnte mir eine Nasenmassage geben. Wenn ich mir in die Nase bohre. Actually, ich kann mich umbringen. Jetzt, dass mein Gesicht einigermaßen gewaschen ist, nehmen wir ein Serum. Ein Serum. Und das schmiere ich mir auf meine Rattenfresse. And I hope you're happy. Möchtet ihr etwas super Lustiges sehen bei Bonita? Da drin ich dusche, ja. Und ich habe diese Brause und ich habe ein Spotlight dort. Und guck, wenn ich das nehme, in das Spotlight. Sie lassen kommen. Und das mache ich auch während ich dusche und sie steht mittendrin in der Dusche und spielt einfach. Sie soll... Au! Was mir jetzt noch interessiert ist, ob ich es schaffe, mich auszuziehen oder meine Nägel komplett kaputt zu machen. Nein, wirklich nicht. Ich versuche zuerst eine Hand raus aus dem Pulli, aber ganz schön langsam. ASMR. Und tada, die Alte ist nackt. Wir sehen uns morgen. Und mal gucken, ob ich schlafen kann, so dass diese Nägel nicht komplett demoliert gehen. Guten Morgen, meine Kinder. Was willst du, Hässliche? Ich hab gar nichts gesagt. So, Guten Morgen, meine Kinder. Wie ihr sehen könnt, haben alle meine Nägel die Nacht überlebt. Du lügst, die Spitzen sind abgebrochen. The lies. Du bist einfach nur the lies. Hässlich. Wie du lügst. Du ekelhafte. Guck, es gibt 2 Spitzen. Diese Spitze und diese Spitze. Die sind slightly chipped. Boah. Ich möchte ausziehen. Meine Kinder, ihr fragt euch bestimmt, wie ich die Maus bediene und wie ich schreibe. Genauso ich klicke. Weil wenn ich so die Taste drücke, ich drücke nicht nur die Leertaste, ich drücke N, G und R zusammen. Deswegen, ich muss halt... Ich schreibe halt mit 2 Fingern. Es ist ein bisschen umständlich, aber es funktioniert.
den ganzen Tag jetzt. Ich schau dir nur, was ich gemacht habe. Wir haben heute das Video von der leeren Villa-Tour gepostet und deswegen habe ich den ganzen Nachmittag mit das verbracht. Und dann werden wir einkaufen. Ich hätte euch mitnehmen können, aber ich bin eine schlechte YouTuberin. Guck mein Gesicht, disgusting. Huh? Ich gehe jetzt pennen, ich schminke mich ab. Ich schaffe praktisch alles mit diesen Nägeln zu machen. Ich schaffe sogar mir den Arsch abzuputzen. Du musst einfach... Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und auch auf Instagram. Guckt die Werbungen durch, weil dieses Haus ist euch schon sehr teuer. Deswegen, please. Bis zum nächsten Video. I love you.